Der Läufer war unterwegs. Dr. Eckig, welcher ihn steuerte, war siegessicher und nahm noch einen Zug von seiner Zigarre, welche er immer paffte, wenn er Schach spielte. Er dachte, dass dies seine Konzentration ankurbeln würde. Dr. Eckig war kein Arzt. Er war ein krimineller Mafiaboss, welcher seinen Namen und seinen Doktortitel nur als Künstlernamen trug. Wenn er gewusst hätte, dass sein Gegenüber heute Abend nur mit Blüten spielen würde, hätte er ihn schon längst erschossen. Aber dies wusste er nicht. Sie spielten gerade um 15.000 Euro und es sah so aus, dass Dr. Eckig gewinnen würde. Hai Tsung, welcher ihm gegenüber saß, lief ein kalter Schauer über den Rücken, da er wusste, mit wem er spielte und wie dieser handeln würde, wenn er herausfinden würde, dass er mit Blüten spielen würde. Er hatte zu seiner eigenen Sicherheit immer einen Schmetterling in der Tasche, war aber froh, dass er ihn bis jetzt noch nie gebraucht hatte. Außerdem hatte er auch panische Angst vor den zwei Boxern, welche mit ihren muskulösen Körpern neben Dr. Eckig saßen. Dr. Eckig streichelte seine Boxer und warf ihnen ein Stück Pizza, welches übrig geblieben war, zum Fraß vor. »Mach einen Zug«, sagte Dr. Eckig. »Nein, danke, ich rauche nicht«, antwortete Hai Tsung schüchtern. »Vernünftig«, sagte Dr. Eckig mit einem dreckigen Lächeln. Hai Tsung machte seinen Zug und zog seinen König aus dem diagonalen Sichtfeld seines Läufers. Im nächsten Zug würde er matt gesetzt werden. Er brauchte dringend eine Lösung. Er schnappte sich seine Flasche Wasser und trank einen Schluck und benutzte diese kurze Pause, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. »Schachmatt«, sagte Dr. Eckig und kickte den König von Hai Tsung um. Hai Tsung wurde langsam schwindelig und ihn störte auch diese Fliege. Er lockerte sie und suchte nach dem Geld, welches er in der Innentasche seines Mantels aufbewahrte. Seine Blüten waren täuschend echt und er hoffte, dass Dr. Eckig den Betrug nicht merken würde. Und wenn er es doch täte, dass er ihn nicht um die Ecke bringen würde. Mit zitternder Hand gab er ihm den Umschlag mit den Blüten und nahm einen tiefen Zug. Er atmete aus und sagte, »Hier, 15.000.« Dr. Eckig nahm den Umschlag und holte das Geld heraus. Er begutachtete die Blüten halbherzig und zählte diese. Hai Tsung indes nahm sich noch zwei Dosen und ihm wurde schon langsam schwindelig, da er es heute mit den Drogen übertrieben hatte. Im dampfenden Teekessel waren heute Abend nur Dr. Eckig, Hai Tsung, die zwei Boxer und der Pinguin, welcher ihnen im 15-Minuten-Tag neue Getränke brachte. Die Stimmung war angespannt, bis Dr. Eckig laut auflachte und sich mit einem falschen Lächeln für das Geld bedankte. Hai Tsung war erleichtert, dass sein Betrug nicht aufgeflogen war und zog lächelnd seinen Mantel an, welchen er auf den Stuhl geworfen hatte, als er das Etablissement betreten hatte. Er machte sich auf den Weg zum Ausgang, merkte aber schnell, dass die Tür verschlossen war. Er war verwirrt und fing an zu schwitzen, als er sich umdrehte, um zu fragen, wieso diese verriegelt sei. Dr. Eckig, welcher schon oft unter der Bank gelegen hatte, zeigte seinen Goldzahn und flüsterte, »Ich weiß, dass das Blüten sind.« Hai Tsung wollte sofort nach seinem Schmetterling tasten, aber es war zu spät. Auf ein Kommando von Dr. Eckig warfen sich die Boxer auf ihn und zerfleischten ihn, bis Hai Tsung ohnmächtig wurde. Er wachte auf, aber wo war er? Es war ein kahler Raum und Hai Tsung merkte, dass er an einer Heizung gefesselt war. Durch die Drogen merkte er nicht wirklich viel Schmerz, aber er sah, dass er ein Bein verloren hatte und die Hunde damit spielten. Ihm wurde schlecht und er übergab sich auf seinen verbliebenen Stummel. Dr. Eckig sagte, »Du weißt, dass ich der Bandenleader von Nordstadt bin. Wieso tust du dann sowas? Jetzt wirst du dafür bezahlen.« Hai Tsung wollte antworten, aber es ging nicht, da sein Mund mit Tape zugeklebt war. Er sah, dass der Pinguin sich als ein Komplize von Dr. Eckig entpuppte, welcher ihm in diesem Moment eine Bohrmaschine in die Hand drückte. Dr. Eckig nahm das Handwerksgerät entgegen und startete es, nachdem der ehemalige Pinguin das Gerät an eine Steckdose angeschlossen hatte. Die Maschine heulte auf und Dr. Eckig hielt sie auf Hai Tsung. Er bohrte ihm ein Loch durch eine seiner Kniescheiben und dieser schrie vor Schmerzen auf. Blut spritzte aus dem Bein von Hai Tsung und Dr. Eckig lachte nur und bohrte ein weiteres Loch in seine andere Kniescheibe. Die Schmerzen von Hai Tsung waren unaushaltbar und dieser flehte und schrie nach Hilfe, nachdem das Stück Tape von seinem Mund abgefallen war. Dr. Eckig ließ sich davon nicht beirren und machte weiter. Als nächstes legte er beide Ellenbogen außer Gefecht und bohrte ihm danach auch noch Löcher in seine Nagelbetten. Hai Tsung war so gut wie tot, als Dr. Eckig sagte,
Ich hoffe, dass dies dir eine Lehre war. Leb wohl. Danach bohrte er ihm ein Loch in sein Auge und der Bohrer bohrte ihm bis in sein Gehirn. Heizung starb und merkte nichts mehr von der Mischung aus Blut und eitriger gelber Flüssigkeit, welche aus seinem Auge floss.